Regel. Und jetzt sagen wir, wo der Radl steht. Ah, also Bier. Ja. Ich bin da bis jetzt noch nie in einem größeren Stadion als diesem gewesen. Ich glaube, knapp 50.000 passen hier rein und ja, die hat man auch teilweise sehr gut gehört, muss man zugeben. Also ein wahnsinniges Volumen. Und naja, zum Spiel selber, da hat man leider auch irgendwo gemerkt, ja, dass es vom Klassenunterschied dann doch relativ deutlich leider zu sehen war, bei den Kleinigkeiten vor allem. Das Spiel selber hat Sturm für meine Begriffe in den ersten 10-15 Minuten ganz gut mitgehalten. Zunächst Sturm mit einer Chance durch Lackner, der Kopfball da drüber geht. Dann hat Ajax auf der gegenüberlinken Seite eine Möglichkeit. Dann wieder Sturm vorne, wo man ein bisschen Pech hat, dass der Ajax-Schlussmann dann doch noch seinen Fehler ausbessern kann. Und danach wieder eine Chance für Sturm. Also es ging so ein bisschen hin und her und dann in Minute 15, ihr merkt, meine Stimme ist leider fast weg. In Minute 15 das 1:0 für Ajax durch Hakim Ziyech. Das Tor auf jeden Fall vermeidbar, wenn auch schön gemacht, aber das war auf jeden Fall ein dummer Fehler von der Defensive, also natürlich vom Schlussmann, vom Siebenhandel. Ziyech lässt, ich glaube, es ist Afonitis oder Marisic aussteigen, zieht dann ab aus der Distanz, ich würde sagen, gut um die 30 Meter. Und naja, Siebenhandel greift so ein bisschen daneben, also er hat die Hand schon am Ball. Er springt dann irgendwie vielleicht noch komisch auf und geht dann rein. Also ein bisschen kurios für meine Begriffe. Und das war eben das 1:0 für Amsterdam.
in der Folge. Unsere Black ist für meine Begriffe dann immer nervöser, was ich nicht wirklich verstanden habe, denn Ajax hat bis zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt so ganz klar dominiert, wie man es von einer Spitzenmannschaft wie Ajax Amsterdam erwarten könnte. Und naja, im Endeffekt hat Sturm sich dann ja ein bisschen zurückgezogen nach dem 1-0, hat auch kaum mehr konstruktive Möglichkeiten gehabt und ja, im Endeffekt in Minute 42 gab es dann nochmal eine Ausgleichsmöglichkeit, die auch nicht genutzt wurde. Und mit diesem 0:1 ging es dann in die Kabine. Im zweiten Durchgang Sturm mit einer Riesenmöglichkeit. Gleich nach Wiederbeginn durch Fabian Koch, nach Zuspiel, ich glaube, von Peter Schul, der leider den Ball knapp neben das Tor setzt. Das war aber für meine Begriffe die beste Chance überhaupt für unser Blackies. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste. Ajax ist dahin offensiv schon präsent, aber jetzt nicht so extrem gefährlich. Macht das 2-0 aus einem Elfmeter. Zunächst Marasic, der, wie man in der Wiederholung gesehen hat, seinen Gegenspieler klar gefoult hat. Und Lasse Schöne tritt den Elfer an, Siebenhandel pariert ihn sogar. Und der Nachschuss von Schöne geht dann rein, also richtig dumm gelaufen. Sehr, sehr bitter für unsere Jungs. Und mit dem 2-0 war das Ganze dann auch weitestgehend erledigt. Man hat probiert, irgendwie nochmal nachzulegen, aber es ging einfach nicht. Auch die Wechsel taugten nicht wirklich was. Osila kam ins Spiel, auch Rusbeck am Schluss zum Beispiel. Aber ja, was soll man sagen? Man merkt halt, Ajax ist doch eine Mannschaft, die technisch einen, auf jeden Fall ein Level über Sturm ist. Und das hat für meine Begriffe dann noch den Ausschlag gegeben. Unsere Blackies offensiv einen Tick zu schwach und deswegen ja, ist da nichts geworden mit dem Auswärtstor. Aber man weiß ja, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Deswegen freue ich mich persönlich auf das Rückspiel, ein schnelles Tor und alles kann andersrum gehen. Und ja, ich würde sagen, bevor meine Stimme jetzt wirklich komplett den Geist aufliegt, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt mich noch gut hören können. Und naja, liebe Grüße aus Amsterdam und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarz! Vamos! Und bis dann! Ciao, ciao!